Hallo liebe Pilzfreunde, schön, dass ihr euch wieder reingeklickt habt. Das letzte Video ist jetzt schon ein bisschen her. Das liegt daran, dass ein Hund bei uns eingezogen ist. Der hat jetzt erstmal ganz viel Zuneigung gebraucht, aber soweit ist er jetzt gut angekommen. Und heute kann ich euch zeigen, wie ihr Substrat herstellen könnt, um es mit Pilzmyzel zu beimpfen. Los geht's. Eins gleich vorab. Es gibt unzählige Methoden, Pilzsubstrat herzustellen. Es gibt verschiedene Methoden, es gibt verschiedene Behälter, es gibt verschiedene Substrate. Jede Pilzart hat da unterschiedliche Ansprüche. Ihr müsst da selber ein bisschen rumexperimentieren. Für mein Video verwende ich heute Roggen und einen Autoklavierbeutel. Was ihr sonst noch braucht, das seht ihr jetzt. Ihr braucht einen Autoklavierbeutel oder so ein Pilzzuchtglas. Ihr braucht Roggen, ein Taschentuch, einen normalen Topf, Wasser und einen Dampfkochtopf. Da der Roggen sehr trocken ist und Pilze viel Feuchtigkeit benötigen, muss man ihn im ersten Schritt quellen lassen. Dazu kann man ihn ungefähr 24 Stunden im Wasser einweichen oder nach meiner Erfahrung funktioniert das auch ganz gut, wenn man ihn ungefähr 30 bis 40 Minuten lang leicht vor sich hin köcheln lässt und wenn ca. 20 bis 30% der Roggenkörner aufgeplatzt sind, kann man das Wasser abgießen. Anschließend muss der Roggen ausdampfen und außen wieder etwas abtrocknen. Dazu gibt man ihn am besten auf ein Backblech und wartet einige Zeit. Ob das Substrat schon bereit ist für den nächsten Schritt, kann man mit dem sogenannten Taschentuchtest feststellen. Dazu gibt man ein paar Körner auf das Taschentuch und presst es leicht zusammen. Wenn noch ein feuchter Abdruck zu sehen ist, ist es nicht fertig. Ist kein feuchter Abdruck mehr da, kann es weitergehen. Diese Art der Feuchtigkeitsbestimmung ist natürlich nicht sehr genau. Als Faustregel kann man sagen, dass das Substrat ungefähr 60% Feuchtigkeit enthalten sollte. Wie man das ganz genau feststellt, das zeige ich euch mal in einem anderen Video. Als nächstes füllt ihr euer Substrat in so einen Autoklavierbeutel oder ein Pilzzuchtglas, je nachdem für was ihr euch entschieden habt. Die könnt ihr beide bei mir auf fungino.de im Shop auch bestellen. Der Beutel hier ist zu maximal einem Drittel gefüllt, ihr seht es, und bei dem Pilzzuchtglas ist oben noch ein Daumenbreit Luft. Je nachdem, ob ihr als Filterschicht noch zusätzlich Vermiculit verwenden wollt, lasst auf jeden Fall ein bisschen Platz. Als nächstes wird das Substrat im Dampfkochtopf sterilisiert. Dazu faltet ihr den Beutel oben zu. Falls ihr so ein Glas verwendet, schraubt bitte den Deckel nur locker oben auf und stülpt ein Stück Alufolie drüber, damit möglichst keine Feuchtigkeit zusätzlich noch in das Substrat eindringen kann. Es hat ja schon die richtige Feuchtigkeit. Falls ihr so einen Dampfgareinsatz habt, solltet ihr den unbedingt verwenden. Das Substrat sollte nämlich möglichst nicht im Wasser stehen. Jetzt wird das Substrat für mindestens 90 Minuten, eher etwas länger, im Dampfkochtopf sterilisiert. Die 90 Minuten sind wichtig, damit sich das Substrat bis in die Mitte auf 121 Grad erhitzen kann. Dadurch sterben alle Keime ab und ihr könnt dann anschließend mit sterilem Pilzsubstrat weiterarbeiten. Wenn die Zeit rum ist, dann nehmt ihr den Topf vom Herd und lasst ihn am besten über Nacht abkühlen. Damit beim Druckausgleich keine kontaminierte Luft in den Topf strömt, nehmt ihr am besten ein alkoholgetränktes Tuch und legt es einfach drüber. Dann wird die Luft gefiltert und ihr könnt Kontaminationen verhindern. Wenn euer Substrat auf Zimmertemperatur abgekühlt ist, könnt ihr es ungefähr 2 bis 3 Tage aufbewahren. Ihr solltet es aber generell so schnell wie möglich beimpfen, damit sich keine anderen Kontaminationen darauf ansiedeln. Wenn dir mein Video gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen nach oben. Wenn du mehr erfahren willst, abonniere einfach meinen Kanal oder schau auf meiner Webseite fungino.de vorbei. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis bald.